sind auch schon mitten im Video. Schaut mal, Leute, das sind Rangierroboter, nennt man diese Dinger. Die habe ich mal auf der Hinotrans kennengelernt. Weiter. Was ist das denn? Der neue TF da? Auf dem Captrain Fahrsimulator. Schauen wir uns erstmal die anderen Astronauten an. Schreibt es in die Kommentare. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Halle. Was da rumsteht. Schaut mal, Leute, das ist ein Motor, ne? Ich gehe da mal näher dran. Ja, Leute, das sind Werkzeuge. Da weiß man im wahrsten Sinne des Wortes, was der Hammer ist. Ne? Und wenn euer TF on Tour mal eine Schraube locker hat, ist ja auch nicht schlimm, hier liegt das passende Werkzeug. Und sogar ins Innere schauen. Ich gehe da mal näher dran. Leute, die dann ja auch unten an der Ruhr, wo die Länder und die Ruhr zusammen sind. Ja, genau. So sieht es unter der Haube aus.
Vorne ist der Motor, hinten die ganzen Gerätschaften. Und so sieht das aus, wenn die Hauben ab sind. Schön lackiert, ehrlich gesagt. Die alte Lackierung der Dortmunder Eisenbahn. Aber richtig schön frisch lackiert. Ich klebe mal ein bisschen näher dran. Schaut mal. So, wir gucken mal unter die Lok einmal. Weil das sieht nämlich auch wirklich relativ interessant aus, wenn die Drehgestelle fehlen. Hier gehen wir ein bisschen weiter. Wie gesagt, so sieht der Lok aus von unten.